Jo Leute, was geht ab? Mein Name ist Raton und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Mit am Start ist der liebe Alex und Alex, vielleicht komm mal direkt rüber, dass wir direkt loslegen. Was machen wir heute? Bauen ein PC mit Wasserkühlung. Ein PC mit Wasserkühlung. Hast du schon mal sowas gemacht? Nee. Ich auch nicht, Freunde. Und dementsprechend wird es heute mega, mega interessant. Wir haben hier die ganzen Komponenten schon am Start. Die liegen hier alle. Wir haben alles von Corsair hier genommen. Alles einheitlich quasi, dass das später natürlich auch noch was aussieht. Wir haben Lüfter am Start. Wir haben einen Ausgleichsbehälter. Wir haben ein neues Netzteil. Wir haben was für die Grafikkarte. Ein Wasserblock, dann natürlich auch für die CPU. Wir haben hier zweimal Commander Core XC. Das sind so Hubs, wo man dann alles Mögliche mit verbinden kann. Dann Winkel, Fittinge besser gesagt. Wasser am Start, Kühlflüssigkeit. Extra für Anfänger, so ein Kit. Und eine RTX 4080, die wir jetzt tatsächlich dafür benutzen werden, um die auf Wasserkühlung umzubauen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe schon die ganze Zeit Bock gehabt, mal sowas selber zu bauen. Allerdings nicht für mich, weil ich finde, dadurch, dass ich so oft immer die Hardware wechsle, ist es ein bisschen unpraktisch, aber jetzt bietet es sich an. Jetzt wollen wir das einfach für Alex und ich bin gespannt. Alex, hast du Bock? Richtig Bock. Hier ist der PC, den wir umbauen. Ne? Also hier ist auch schon die RTX 4080 drin. Das kommt so gut wie alles dann halt in den anderen PC, bis auf, also eigentlich nur Mainboard, Prozessor und Grafikkarte. Alles andere bleibt hier drin. Die Wasserkühlung von AlphaCool, auch den RAM wechseln wir. Let's go. So, jetzt checken wir erstmal noch aus, wie die Farben hier sind. Wir haben uns nämlich für goldene Fittinge entschieden. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, wie gold die auch wirklich sind. Oh, okay, die sehen echt geil aus. Boah, die sehen richtig cool aus. Schaut mal hier, Freunde. Sind schon schön gold. Das wird nämlich später alles schön schwarz-gold. Und ich würde sagen, wir packen auch direkt mal davon eins aus. Und dann können wir auch mal sehen, wie die Farbe der Tubes dann ist. Der professionelle Auspacker. Ah, okay, machen wir mal raus. Oh, die sind schon blickdicht aber, ne? Ja, meine Kamera kommt auf schwarz nicht so gut klar. Mhm. Aber ja, so wird es aussehen, Alter. Das sieht schon schick aus, ne? In front. Geil. Als erstes packen wir natürlich das Gehäuse aus, weil das brauchen wir ja logischerweise gleich. Deswegen, da bin ich auch gespannt. Wir haben uns jetzt hier entschieden für das 5000D, weil es einfach ein bisschen einfacher ist, letztendlich in dem Case eine Wasserkühlung zu verbauen. Ich bin gespannt. Wir machen es zum ersten Mal. Es werden Fehler passieren. Vielleicht auch nicht. Vielleicht kriegen wir es auch alles direkt beim ersten Mal hin. Wir werden sehen, aber jetzt packen wir das Ganze aus. Also, ich sage euch ehrlich, Freunde, schaut mal hier. Das sieht schon sehr, sehr fresh aus, muss ich sagen. Ne? Guck mal, was ich auch cool finde, zeig mal hier oben drauf. Die USB-Anschlüsse einfach in Corsair-Gelb. Ist auch geil, ja? Das sind so kleine Feinheiten. Hier oben noch ein Badge quasi. Ne? Corsair steht drauf. Ja, wenn man es jetzt nicht sieht, auch nicht schön, machen wir gleich nochmal schöne Aufnahmen oder später sowieso. Das ist die Glasseite. Können wir auch direkt, komm her, wir machen, dass man es auch hört. Alle jetzt pssst, schön leise. Oh, Bruder, hört sich das gut an, Alter. Das ist, Freunde, das ist richtig gute Folie. Die klingt auch richtig geil. So, kurzer Zwischenstand, Freunde. Was haben wir bis jetzt gemacht? Wir haben das Ding hier einmal komplett auseinandergenommen, sodass wir jetzt wirklich alles verbauen können. Wir haben hier das Mainboard vom alten PC schon abgebaut, haben hier auch schon den neuen DDR5-Speicher von Corsair, die Vengeance, verbaut und haben jetzt hier auch schon mal den Wasserblock quasi für die CPU befestigt, dass wir das jetzt erstmal so gleich reinsetzen können, verschrauben können und dann quasi alles andere. Genau, hier nochmal für die, die es interessiert. Wir haben hier das XC7 RGB Pro. Das leuchtet dann auch von innen ganz schön, also wird schon richtig cool aussehen. Und genau, jetzt haben wir erstmal alles fertig, das wird hier reingebaut und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Als nächstes, Freunde, verbauen wir schon mal den ersten Radiator und zwar oben hin. An den Seiten sind wir uns noch nicht ganz so sicher, ob wir da noch drei Lüfter verbauen wollen, beziehungsweise den einen Radiator hier hinbauen und hier vorne dann nochmal Lüfter, weil wir haben eigentlich jetzt nur Lüfter für vorne, für oben und für hinten. Das werdet ihr dann quasi jetzt im Video dann halt sehen, ob wir das dann gemacht haben oder nicht. Und wir sind auch noch am überlegen, quasi eine vertikale Grafikkartenhalterung zu holen und die Grafikkarte vertikal zu verbauen, weil das fehlt uns tatsächlich auch und optisch wird es schon ein bisschen cooler aussehen. Wie hat sich das angefühlt, den ersten Fitting schon? War sehr, sehr geil. Sehr befriedigend. Was cool ist, zeig mal kurz hier drauf, was bei den Fittingen, man kann die quasi an diesen geriffelten Stellen, dreht man die halt fest komplett und man kann trotzdem hier oben dann die Dinger noch verdrehen, genau, ohne dass die sich halt lösen. Das ist richtig geil, weil so kann man dann im Nachhinein auch die ganzen Winkel noch besser anpassen und formen. Das ist, da hat Corsair mitgedacht. Muss man echt mal einen Daumen nach oben geben. So, Freunde, wir haben jetzt hier einmal den Radiator quasi mit den Lüftern und mit der Pumpe schon befestigt. Wir wollten das Ganze jetzt hier an die Seite machen, weil, wie gesagt, hier eventuell vorne dann nochmal Lüfter hinkommen oder zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommen die dran. Das Problem ist, wenn wir den jetzt so einbauen, ich stecke es jetzt nicht komplett rein, aber dann haben wir das Problem, dass die Fittinge hier oben, beziehungsweise die Einlaufflächen hier quasi nicht mehr passen, ja, weil der Lüfter hier oben stört. Jetzt habe ich
mir gedacht, wie kann man das Ganze lösen? Weil wenn wir jetzt die Punkte, wir haben das schon an die niedrigste Stelle quasi geführt, wenn wir das jetzt so festmachen, dann passt es nicht. Jetzt dachte ich, wir nehmen einfach die Löcher weiter hier oben, machen die hier unten raus, schieben den nochmal ein Stück weiter runter, dann können wir den zwar unten und oben nicht mehr befestigen, aber wir können ihn in der Mitte befestigen und dann rückt er nochmal, ja, guter 1,5 cm runter und dann könnte es passen. Wir versuchen es einfach mal. Wir machen uns tatsächlich jetzt daran, Freunde, den ersten Hardtube zu schneiden. Ja, wir haben uns was überlegt, wir haben jetzt hier schon einiges fertig gemacht, wir haben uns ein paar Winkel dran gesetzt, dass wir jetzt von hier darüber gehen können. Das heißt, wir schneiden jetzt mal ein großzügiges Stück ab, machen die Biegung, die wir brauchen und wenn dann irgendwas links und rechts zu viel ist, was zu viel sein wird, kürzen wir das. Also Alex, bist du ready? Ich schneide jetzt einfach. Ich weiß auch nicht, ob das Ding zum Schneiden gedacht ist, aber wir verwenden das jetzt einfach. Macht gar keinen Sinn, eigentlich hätte ich es noch weiter reinschieben müssen. Ich säge jetzt einfach mal hier und dann wird das schon irgendwie klappen. Und Sauerei gibt es auch schon, genau. Dankeschön fürs Festhalten. So, erstes Tube durch. Wir haben natürlich auch was hier zum nochmal sauber machen, ne? Entgraben. So, das steckt man hier rein und dreht dann einfach dran. Glaube ich zumindest, aber es sieht gut aus. Wir probieren, Freunde, wir probieren. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und mit dem Video wollen wir uns euch natürlich auch zeigen, ob das dann am Ende des Tages jeder selber machen kann oder nicht. Alex, irgendwie sieht das nicht so gut aus, oder? Nee, das sieht aus. Sieht irgendwie nicht so gut aus. Aber Freunde, ja, kriegen wir noch hin. Wir machen das jetzt mal ein bisschen feiner mit dem Ding hier noch, bis das dann gerade ist und dann biegen wir das erste Mal. Was wir jetzt machen, wir haben hier auf jeden Fall hier unten, haben wir quasi hier einmal nochmal diesen Schlauch, den wir in das Tube reinmachen, was wir vorher auch in destilliertes Wasser reingelegt haben, Freunde. Einfach aus dem folgenden Grund, wir haben jetzt zwar keine durchsichtigen Tubes, für Durchsichtige wäre das noch wichtiger, dass man keine Kalkablagerung später drin hat, aber der ist natürlich wichtig, auch um das Ganze zu biegen. Heißluftföhn ist da, ich mache das Ganze jetzt erstmal auf Stufe 1, kann sein, dass man mich nicht mehr so gut hört und dann wird gedreht und erhitzt, Freunde, gedreht und erhitzt. Check mal ganz kurz ab. Oh, okay, das wird schon gut warm. Ja, langsam passiert was, Freunde. Langsam passiert was. Es wird auf jeden Fall, ich glaube, jetzt haben wir es. Wartet, ich muss meinen Punkt hier nochmal finden. So. Und? Let's go. Wir haben tatsächlich unsere erste Biegung. Wir halten das jetzt mal so fest. Der kann erstmal aus. Alex, ich sag dir ehrlich, das sieht super aus. Ja, aber du hältst ein bisschen zu arg runter. Nee. Das kann 90 Grad. Doch. So, ja. Wenn ich jetzt durch die Dings, was ich noch ein bisschen nachgib. Ja, perfekt. Das sieht richtig gut aus. Richtige Profi. Natürlich, was denkst du denn? Als wäre es nie irgendwie anders gedacht. Ja, wenn man das passende Werkzeug hat. Wir haben ja das Set jetzt hier von Corsair auch genommen. Aber die Biegung, also sage ich euch ehrlich, bin ich mega zufrieden. Erster Tube ist wie gesagt gebogen, Freunde. Wir haben auch schon geguckt, wir haben es auch schon abgekürzt. Und es passt. Ja, es passt tatsächlich. Wir müssen jetzt nur gucken. Ich würde sagen, ich mache den hier hinten. Ich weiß nicht, ob man es jetzt erkennt oder nicht. Genau, vielleicht von der Seite ein bisschen filmen. Weil hier ist ein bisschen platztechnisch, ist nicht mehr ganz so geil. Aber es passt. So, den drehen wir hier rein. Und dann sollte das hoffentlich, ich meine, wir haben ja diesen Dichtigkeitsprüfer noch, ne? Dann sollte das hoffentlich alles dicht sein. Wir können theoretisch auch hier schon mal zumachen und schon mal prüfen, ob es dicht ist. Vielleicht machen wir das jetzt auch mal, weil dann können wir schon mal den einen Tube testen, ob der dicht ist. Und dann können wir das eigentlich immer so weitermachen und alles auf Dichtigkeit prüfen. Was sagst du? Ich würde das zum Schluss machen. Und wenn du dann Leck hast, dann müssen wir suchen, wo das Leck ist. Dann siehst du es, wenn das Wasser rauströpfelt. Aber den Dichtigkeitstest machst du ohne Wasser. Den machst du nur mit Bar, mit Luft. Das heißt, da musst du suchen. Wir überlegen uns das gleich. Aber ich finde die Idee eigentlich ganz gut. Freunde, wir machen es jetzt so. Wir testen das Ganze. Ich habe jetzt hier einmal so ein Fitting abgeschraubt, damit wir quasi hier den XT Leak Tester von Corsair nutzen können, Freunde, okay? Ganz, ganz wichtiges Ding. Kommt jetzt zur Seite. Hier haben wir quasi einmal was zum Festschrauben. Machen wir aber gleich. Wo bist du? Hier. Ja, wir machen jetzt erstmal den hier. Hier oben fest, wichtig, ja, weil da soll später die Luft. Jetzt haben wir hier den Schlauch. Schlauch, das Ding ist flexibel, das können wir einfach drehen. Das heißt, wir halten fest, drehen das Ganze hier zu. Und dann müssen wir noch auf der anderen Seite das Fitting rausmachen. Film mal hier rüber, den hier. Den müssen wir auch rausmachen. Oh, Junge! Okay, ich krieg den nicht raus, wir machen es anders. Alex, kannst du irgendwie deinen Finger, genau, du weißt schon was. Halt mal deinen Finger da dran. So, und kannst du gleichzeitig Finger festhalten und hier filmen? Geht das? So, ready? Finger ist dran, ne? Ja. Mal gucken, pumpen wir mal. Ah, es passiert was tatsächlich. Finger hält dicht, merkst schon Druck am Finger? Ja. Okay, wir sind im grünen Bereich. Wir warten jetzt einfach mal ein paar Sekunden. Jetzt haben wir sogar tatsächlich 5 Minuten gewartet, Freunde. Das Ding ist seitdem dicht. Und jetzt ganz wichtig, Finger nicht loslassen. Halt mal mit der Kamera hin und lass Finger los. Oh. Ich glaube, man hat es gehört, Freunde. Hat super funktioniert, Freunde. Zumindest der erste Tube ist dicht. Warte, was machst du? Ich bin dabei, unseren dritten Tube zu biegen. Und zwar
Schön langsam, gleichmäßig. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung jetzt. Wie ein Kalbs- oder Schweine. Wie sagt man? Spieß. Spieß? Ferkel. So, wenn man das im Ganzen macht. Wisst ihr, was ich meine? So, das ist vom Material jetzt sehr, sehr gut. Den hier reinkriegen. Und gebogen. Und ich habe das Gefühl, dass wir den verkackt haben, Alex. Ja, mit dem Punkt ist wieder. Aber es könnte klappen. Wir müssen gucken. Aber ich glaube, die Biegung ist ein bisschen schief gegangen. War wieder zu viel Kalbspieß gedreht. Bevor wir jetzt drüben weitermachen, darf der Alex sich hier an diese wunderschöne GeForce RTX 4080 machen von Nvidia. Die leider das schöne Design. Ich zeige euch mal nur ganz kurz die Verpackung. Allein wie diese Verpackung aufgeht. Schaut mal bitte. Also das ist schon echt mächtig gemacht, meiner Meinung nach. Richtig nice. Aber von dieser schönen Founders Edition wird leider gleich nichts mehr übrig bleiben, weil die ganze Verkleidung quasi in dem Sinne kommt ab und dann kommt hier, ja, die Wasserkühlung drauf. Der Block für die 40er-Serie von Corsair auch. Das darf der Alex, wie gesagt, gleich machen. Bist du guter Dinge, dass du das hinkriegst? Ich bin bereit. Auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Karte. Eine 4080. Vorher hattest du die 3080. Genau, die 3080 von der 3080 auf die 4080. Wir haben hier mittlerweile DLSS 3.0. Da zeige ich euch später auch noch ein paar Zocker-Sessions wahrscheinlich. Und eben Raytracing mit einigen FPS mehr. Das macht schon mega, mega viel Spaß auf der Karte. Aber dazu später noch ein bisschen mehr. So, Alex, viel Spaß auf jeden Fall. Ich überlasse dir diese Grafikkarte, wie gesagt. Ich gehe jetzt wieder da hinten weiter Tubes biegen. Kriegst du hin, ja? Let's go. Auf geht's, Freunde. Wir haben übrigens schon den nächsten Tag, Freunde. Das Zimmer sieht natürlich immer noch so aus wie gestern Abend. Und wir sind hier noch am Machen. Geh mal ganz kurz ein bisschen zur Seite. Ich will schon mal zeigen, was wir hier gemacht haben. Die Grafikkarte hat der Alex umgebaut. Die hat schon seinen Platz hier gefunden. Und bisher die ganzen Tubes, ja, haben wir auch schon mal gebogen bis hierhin. Die habe ich alle gemacht. Das hat eigentlich alles ganz gut funktioniert. Zumindest die mit einem Winkel. Nee, das ist der hier oben. Und der hier, hier mussten wir zwei Winkel bzw. zwei Biegungen machen. Genauso wie hier. Und ich sage euch ehrlich, ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn ich die Dinger finde. Also wir haben hier auf jeden Fall schon mal einen, der nicht mehr so gut aussieht. Wir haben hier einen, der nicht mehr so gut aussieht. Dann haben wir, dann haben wir hier einen, der nicht so gut aussieht. Dann haben wir den nächsten, der nicht mehr so gut aussieht. Und den hier natürlich auch, genauso wie den, der noch auf dem Boden liegt und noch ein paar andere, Freunde. Ich sage euch ehrlich, eine Biegung ist wirklich ultra easy. Das kriegt man ganz einfach hin. Aber sobald es um mehr als eine Biegung geht, wird es echt ein bisschen knifflig. Aber Übung macht den Meister. Wir machen es, wie gesagt, auch zum ersten Mal. Falls ihr sowas nachbauen wollt oder selber auch mal ausprobieren wollt, kauft euch auf jeden Fall ein paar Tubes mehr. Ganz, ganz wichtig, rechnet oder kalkuliert nicht zu knapp. Kauft euch lieber ein paar mehr, weil dann könnt ihr euch eben diese Fehler erlauben, wie wir uns das jetzt auch erlauben. Und ja, nächster Tube kommt quasi von hier rüber, geht runter. Also erste Biegung, zweite Biegung, dritte Biegung. Und den versucht jetzt der Alex. Ich bin gespannt, ob er es hinkriegt. Normal ist er nicht ganz so unbegabt, aber ich möchte jetzt kein Auge machen. Aber ich bezweifle, dass er das beim ersten Mal hinkriegt. Und wie sieht's aus, Alex? Gut? Macht Spaß? Ziemlich schwierig, ja, aber es macht Spaß. Ich glaube, du hast den Dreh schon raus jetzt, ne? So langsam. Wir machen den letzten Tube rein. Schaut euch erstmal hier nochmal den Vergleich an. Den rechten habe ich gemacht, den linken hat Alex gemacht, ja. Also ich muss sagen, Alex, ich würde, dass du so locker bleibst auch gerade, ne? Nein, Spaß, die hat beide Alex gemacht. Das war sein erster Versuch, auch schon gar nicht so schlecht. Aber der zweite Versuch ist auf jeden Fall um einiges besser geworden tatsächlich. Und das Ding passt perfekt drauf. Wir machen jetzt ganz kurz hier nochmal die Gumminoppen drauf. Seid gespannt, Freunde, seid gespannt. Und der letzte jetzt hier vorne, den kippen wir ein bisschen hoch. Geht's auch ein bisschen einfacher. So, und flutsch. Drin. Perfekt. So, und jetzt können wir das Ganze hier verschrauben und fertig, Freunde. Das ist jetzt quasi das Endresultat. Und ich sage euch ganz ehrlich, schreibt mal jetzt bitte in die Kommentare, zeigt nochmal drauf. Sieht das nicht geil aus? Vor allem auch die Wege, die wir so gewählt haben. Wir haben hier oben, der eine fällt nicht so ganz auf, weil der ganz weit oben ist. Der geht hier direkt rüber. Dann haben wir den, der hier runter in den CPU-Block geht. Von dem CPU-Block in die Grafikkarte von hinten. Und von vorne wieder raus, hier alles frei, sodass man später die Beleuchtung sieht, das Wasser durchfließen sieht. Und dann geht das hier wieder in den Ausgleichsbehälter und zack, da dann, beziehungsweise im anderen Kreislauf. Das kommt von oben runter, geht da rein, zack, zack, zack. Ich finde, es sieht allein von der Form. Es ist tatsächlich mal was anderes und ich finde, das sieht mega, mega nice aus. Okay, Freunde, jetzt füllen wir das Wasser ein. Wir werden, oder ich fange hier einfach mal an. Willst du das hier so ein bisschen abfangen, hier von der Seite vielleicht, dass man auch sieht, wie das schön hier reinplätschert jetzt? Oh, es wird ernst. Ich habe extra hier so ein Ding gekauft. So, schön hier alles rein. So, okay, hier ist der Knopf. Muss der An- und Ausschalter hier. Ich glaube, der ist noch aus, ne? Jetzt ist er an. Ist alles drauf? Diesen. Oh, es läuft schon. Jetzt es läuft schon.
Es läuft schon geil, wie schnell das da durchgeflossen ist. Mach jetzt an. Nein, nein, warte, noch nicht anmachen. Erstmal, sag mal, meinst du, es läuft alles? Ja, ich denke, ja. Er hat gerade hinter der Kamera was ganz anderes gesagt. Also meinst du, wollen wir nicht lieber noch testen? Du musst, glaube ich, erstmal hinten anmachen und dann oben. Und jetzt bin ich echt gespannt. Leuchten tut er schon mal. Leuchten tut er schon mal? Bereit? Ich bin bereit, let's go. Leider noch keine Farben eingestellt, außer der RAM jetzt automatisch. Aber es leuchtet. Aber es leuchtet. Es dreht sich alles. Und es sieht richtig geil aus. Und es leuchtet alles dran. Ne? Grafikkartenblock, CPU-Block, Lüfter. Achso, genau, du bist ja, erzähl mal, du bist heute Morgen noch extra wohin gefahren? Zu Alternate. Warum? Ich hab nochmal 3 Lüfter geholt. Und genau. Und dann ist er heute extra zu Alternate gefahren. So weit war es aber nicht. 30 Minuten oder so. Ich wusste gar nicht, dass das hier bei uns in der Nähe ist. Und guck mal, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Es zeigt AO an. Es zeigt AO an, Freunde. Und AO heißt was? Alles in Ordnung. Alles in Ordnung, so wie ich auch immer sage. Alles in Ordnung. Und Radon, was machst du? Ich teste gerade hier ein bisschen die Performance, die Kühlleistung und so weiter, alles rum und dran. Schau auch mal, wie viel FPS wir hier gerade erreichen. Was auf jeden Fall stark ist, sind auf jeden Fall die Temperaturen nicht anders zu erwarten. Wir haben hier, kannst du mal vielleicht kurz drauf zeigen, auf jeden Fall eine GPU-Temperatur. Wo haben wir sie? Ganz oben irgendwo, oder nee, unten irgendwo, genau hier. Von 57 Grad, das ist gut für eine Wasserkühlung, keine Frage. Aber was mir auf jeden Fall auch klar war, weil die originale Founders Edition allein schon, generell die Karten, die 40er Serie von Nvidia, die haben alle so massive Kühlkörper drauf, ihr braucht das gar nicht unbedingt auf eine Wasserkühlung umbauen. Die werden auch so, oder die bleiben auch so wirklich ultra, ultra kalt. Meine Grafikkarte 4090, die geht teilweise nicht über 50 Grad, teilweise in dem direkten Vergleich ist die sogar ein bisschen kühler noch als die wassergekühlte. Das muss man auf jeden Fall hoch anrechnen, aber was natürlich dem ganzen System gerade gut tut, ist der CPU. Und das zeige ich euch auch mal ganz kurz, denn wir haben hier CPU-Temperatur, zeig mal ganz schnell drauf hier, von 54 Grad. Der droppt jetzt natürlich wieder runter, weil wir das Spiel minimiert haben. 54 Grad, daran kann man sich schon so ein bisschen orientieren. Jetzt geht er auch wieder hoch auf 48 Grad. Wie gesagt, im Durchschnitt so ungefähr 50 Grad und das ist für einen i9 12900K Prozessor, ist das wirklich eine richtig, richtig gute Leistung. Vor allem, weil diese CPU eigentlich auch ein richtiger Hitzkopf ist und gerne mal sehr warm wird. Also in einem luftgekühlten PC wäre die auf jeden Fall um einiges wärmer geworden und wie gesagt, das tut halt dem Ganzen gut. Nicht nur, dass es halt jetzt auch geil aussieht mit der Custom Wasserkühlung hier, mit dem Block für die Grafikkarte und halt für die CPU und so weiter, sondern wir haben halt das gesamte System im Allgemeinen auf jeden Fall kühler und das ist geil. Die Arbeit lohnt sich. Ich fand es jetzt gar nicht so schwer, ehrlich gesagt. Wir haben es ein paar Mal probiert, ja, ich habe ein paar Rohre verkackt, ja, aber so irgendwann hat man den Dreh raus, dann hat Alex noch mal ein bisschen probiert, hat Alex noch ein paar gemacht, also es hat funktioniert mit ein bisschen Übung und das ist letztendlich das Endergebnis. Aber auch noch mal ganz wichtig zu zeigen, sind hier die FPS-Werte, die kannst du auch mal ganz kurz abfilmen, Alex. Wir haben jetzt hier Call of Duty an, wie gesagt, ohne DLSS und wir haben so einen FPS-Wert, Moment, wenn das Spiel jetzt wieder losgeht zumindest, so von, was haben wir jetzt, 150, 160, auch mal ein bisschen mehr, auch mal hier hoch auf 170 und wieder runter, ja, es schwankt halt, ne? Das ist jetzt ohne DLSS und ich zeige euch jetzt einfach mal den Unterschied gleich nochmal mit DLSS 3.0. Jetzt habe ich DLSS 3.0 aktiviert, das schwankt natürlich auch immer so ein bisschen, aber jetzt zum Beispiel gerade sogar 180 FPS gehabt und im Durchschnitt sind wir halt im oberen Bereich von 170, ja, im Durchschnitt überwiegend 170, teilweise auch höher, 180 FPS, 194 FPS, 200 FPS. Das läuft schon richtig gut, sobald man DLSS 3.0 aktiviert hat. Durch die Upscaling-Technik letztendlich, das Bild wird quasi von der Auflösung runtergeschraubt und dann wieder hochgerechnet, sodass es uns optisch gar nicht auffällt und wir halt dadurch eben mehr Leistung haben. Und bei so Ego-Shooter-Games ist es natürlich richtig, richtig nice, umso mehr FPS. Kann natürlich auch mit an der RGB-Beleuchtung liegen. So ist es nicht. Wir haben nämlich auch zusätzlich hier unten nochmal ein paar Stripes eingebaut. Das bringt, wie wir alle wissen, natürlich auch nochmal ein paar FPS mehr. Ja, was soll ich sagen, Freunde? Das war es letztendlich mit diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich sage euch ganz ehrlich, wir als 2 Anfänger, ich würde sagen, ja, kauft euch ein paar Tubes mehr und jeder kriegt das hin. Was würdest du sagen? Also jeder, der schon mal einen PC gebaut hat, der wird auch eine Wasserkühlung hinkriegen, oder? Mit ein bisschen Übung. Mit ein bisschen Übung, ein paar Videos anschauen vorher, genau. und dann klappt das Ganze. Ich sage euch ganz ehrlich, also war auch unser erstes Mal und wir haben so ein schickes Ding hinbekommen. Schreibt mir auf jeden Fall gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Video gefunden habt, wie ihr den PC findet. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns schon ganz bald zu einem weiteren Video wieder. Bis dahin,
euer Ratun. Danke, Alex, fürs Mitmachen. Also, ist ja eh für dich. Also, du bist hier, gehst hier aus glücklich heraus. Euer Ratun. Peace.